Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. So schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Mein Name ist Monika. Ja, dies ist das Kurzreading für den Bereich der Familie. Das ist der dritte Lebensbereich im Bagua und er gehört dem Element Holz an. Und Holz steht für alle Grüntöne und für das Grün der Natur, also die grünen Blätter von Bäumen oder Büschen. Und wer da was nährt, das Holz, das ist das Wasser. Und blau, die blaue Farbe steht immer für Wasser im Feng Shui, ja. Und wir gießen die Pflanzen, damit sie wachsen und gedeihen können, ja. Und heute geht es um einen sehr mächtigen Burschen hier. Das ist der Büffel im chinesischen Horoskop. Und bevor ich da etwas näher darüber erzähle, möchte ich euch erst noch mal zeigen, wo wir uns genau befinden, im neunteiligen Bagua. Auch für die vielen Neuabonnenten ganz herzlich willkommen, dass ihr zu mir gefunden habt. Wunderbar. Und schaut mal, wir sind gerade hier im Bereich der Familie. Das ist der dritte Bagua-Bereich. Hier haben wir den ersten Bereich der Karriere. Hier ist meistens der Zugang zum Haus oder zur Wohnung, ja. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist die Partnerschaft. Der dritte ist die Familie, der vierte der Reichtum. Der fünfte ist die Gesundheit, die liegt immer in der Mitte der Wohnung oder des Hauses. Der sechste sind die hilfreichen Freunde. Der siebte ist Kreativität und Kinder. Der achte ist das Wissen, der neunte der Ruhm. Und der Ruhm liegt der Karriere direkt gegenüber, wie ihr hier seht, ja. Genau. Nur damit ihr mal wisst, wo wir uns gerade tummeln im Bagua, im neunteiligen Bagua. Und ich habe euch für diesen Bereich auch wieder mein Bild mitgebracht, ja. Der Fluss des Lebens habe ich es genannt. Und zwar geht es in der Familie ja immer um die Nachkommen und die Ahnen und normalerweise kommen die Jungen und die Älteren gehen wieder. Das ist zumindest die normale Reihenfolge. Und ihr seht hier den Fluss des Lebens, ja? Und hier der kleine Baum steht für mich für die Ahnen, die schon weiter weg sind. Und hier der Baum könnte zum Beispiel für Eltern stehen, die sich hier ausgebreitet stehen und Kraft geben, ja? Und zwar ihren Kindern, die hier so explosiv sind von der Farbe. Und wir sollten also immer in diesen Fluss des Lebens springen und uns treiben lassen und uns nicht am Ufer festhalten. Das wäre echt das Optimale, denn das Leben gibt uns immer das, was wir wirklich auch brauchen und bringt uns das auch, ja. Also da müssen wir auch vertrauen. Genau, ihr könnt euch auch auf ein Zettelchen schreiben. Das Leben ist wie ein Fluss. Ich lasse mich darin treiben. Und diesen Zettel könnt ihr im Bereich der Familie irgendwo hinlegen, ja, und der wirkt dann dort, ja. So, okay, dann zeige ich euch, welchen Jahren das Zeichen des Büffels zugeordnet ist und ihr könnt mal schauen, ob ihr vielleicht in diesen Jahren geboren seid. Kleinen Moment, ich verschiebe das Tierchen mal. So, jetzt könntet ihr vielleicht mal sehen, ob ihr hier euch irgendwo wiederfindet in den Jahreszahlen. Ihr könnt auch einen Screenshot machen oder das Video anhalten und dann noch mal genauer gucken, meine Lieben. Genau. Wenn ihr ein Büffel seid, ja, wie seid ihr denn dann eigentlich? Genau. Erstmal seid ihr, heißt ihr im Chinesischen Nio. Nioh schreibt man das. Und der Büffel ist in der westlichen Astrologie dem Steinbock zugeordnet. Ja, Büffel und Steinbock, ja gut, ich meine, der Steinbock ist zwar sehr beweglich, ja, der springt ja in hohe Höhen, aber sie haben beide Hörner sozusagen. Also das ist die Gemeinsamkeit. Und ja, was zeichnet denn den Büffel sonst aus? Also, ja, also
Ein Büffelmensch liebt die Qualität. Also ich glaube, der kauft weniger Möbel mal schnell ums Eck, als dass er sich vielleicht die Möbel lieber selbst anfertigen lässt, ja, und dann was qualitativ Wertvolles und Langlebiges hat, ja. Er hat auch relativ hohe Werte und hohe Standards, eben was die Moral anbelangt. Also es sagt mir ihm zumindest nach. Er ist sehr pflichtbewusst, ja. Büffel, wie man sich vorstellen kann, werden ja oder wurden auch in der Landwirtschaft eingesetzt. Sie sind also sehr, sehr zähe, belastbare Tiere, ja. Und sie, also Büffelmenschen gelten als sehr traditionsbewusst, strebsam und auch sesshaft, ja. Also sie lieben nicht so sehr die Veränderung. Und man kann ja fast sagen, also das Leben steht für sie auch für Arbeit, ja. Also das ist so ein Stück weit ihr Markenzeichen auch, ja. Dadurch, dass sie eben auch so einen starken Körper haben, es sind oder gelten Büffelmenschen auch manchmal als ein wenig unflexibel, ja. Aber wie bei allem im Leben, bitte nicht alles hundertprozentig so hinnehmen. Es gibt immer Differenzierungen zwischen den einzelnen Menschen, die als Büffelgeborene sich erkannt haben. Also, das sind nur mal so grobe Beschreibungen, ja. Also, ja, sie gelten auch als eher sparsam. Sie können dadurch natürlich sich einiges auch erwirtschaften und aufbauen, ja. Was ja sehr positiv ist, meine Lieben. Genau. Das zeichnet einen Büffel aus. Und jetzt schauen wir mal, mit wem versteht sich denn der Büffel gut? Mit welchem Tier im chinesischen Horoskop versteht sich der Büffel gut? Und zwar, das ist einmal der Tiger. Das ist auch ein mächtiges Tier. Schaut mal, der Tiger. Und dann versteht er sich auch noch mit der Ratte. Und es tut mir jetzt furchtbar leid, meine Lieben, aber ich habe noch keine Ratte gefunden. Aber das wird sich noch geben mit der Zeit. Aber schaut mal hier, ich habe so ein hübsches Bild von einer Ratte. Es ist eigentlich eine Maus, aber ich finde, es sieht auch einer Ratte sehr ähnlich. Deswegen ist das jetzt für uns die Ratte. Ja, ich stelle sie einfach hier dazu. Die versteht sich ebenfalls sehr gut mit dem Büffel. Büffel, Ratte und Tiger stehen direkt nebeneinander in den Harmonien der Tiere im Feng Shui. Also die sind die beiden Tiger und Ratte sind direkt nebenan vom Büffel, Entschuldigung, vom Büffel. Ich schaue jetzt gerade mal. Genau. Und ich schaue gerade, also das steht dann für, also wenn die neben dem Büffel stehen, Tiger und Ratte, heißt es eben, dass sie sich sehr gut verstehen. Und jetzt schaue ich mal, wer steht denn gegenüber vom Büffel? Das ist das Schaf oder die Ziege. Ja? Schaf oder Ziege. Und gegenüber sich sitzen oder stehen heißt immer so ein bisschen Konfrontation eher. Ja? Aber auch da gibt es immer wieder Ausnahmen, meine Lieben. Ja? Genau. Also, die drei Tiere verstehen sich gut. Ist auch erstaunlich, gell? Weil gut, die Ratte, die kann natürlich auch sehr groß werden. Und Ratte, Menschen, meine Lieben, gehören mit zu den erfolgreichsten Menschen. Ich nenne euch eine erfolgreiche Dame, die ihr alle kennt. Die ist im Zeichen der Ratte geboren. Das ist Helene Fischer. Ich habe es extra mal nachgeschaut, weil es mich selbst interessiert hat. Warum die so dermaßen erfolgreich ist. Ich meine, die hat ein unglaubliches Können, ja. Also da vereint sich vieles. Da vereint sich Schönheit, Intelligenz, Können, Talent, alles. Ja, und dann hat sie auch noch unglaubliche Energie und also Wahnsinn. Also
meine lieben Rattegeborenen, also da könnt ihr euch recht wohlfühlen mit diesem Vorbild, ja. Genau, jetzt schaue ich aber auch für euch, meine lieben Büffelgeborenen, und erbitte eine Seelenbotschaft für euch, meine lieben Büffelgeborenen, was darf ich euch denn übermitteln? Jesus, drei sind es, okay, drei, die nehme ich dann. Und zwar, sieh es nicht so eng, mein lieber Büffel, sieh es nicht so eng. Mhm. Ich habe gerade gesagt, die Büffelgeborenen haben so ihre eigenen Vorstellungen von den Dingen, Werte und Maßstäbe. Viel zu schnell nehmen wir etwas persönlich, doch oft ist es gar nicht so gemeint. Bleibe gelassen und fröhlich, lieber Büffel, ja? Gelassen und fröhlich bleiben, meine lieben Büffelgeborenen, ja? Gelassen und fröhlich bleiben. Harmonie in deinem Zuhause. Indem du dein Zuhause verschönerst, etwas neu gestaltest, sorgst du für Harmonie in deinem Umfeld und in dir. Mein lieber Büffel, du sollst dein Zuhause auch verschönern. Wow, das ist doch eine echt gute Idee. Und du sollst dankbar sein. Schaut mal hier, wunderschöne Karte. Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was du hast. Deine Gesundheit, dein Zuhause, deinen Partner. Manches ist vielleicht zu selbstverständlich geworden, meine lieben Büffelgeborenen, ja? Also, jetzt stelle ich es mal hier dazu. Sie ist so wunderschön, die Karte. Ja, sie will, ja, okay. So, jetzt hoffe ich, seht ihr noch alles gut? Ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas mitgeben. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo oder über Kommentare von euch. Vielen lieben Dank dafür und ich freue mich aufs nächste Video und vielleicht seid ihr ja wieder dabei. Bis dahin, macht's gut und Servus!